Guten Morgen, Sarah. Gerne zeige ich dir heute zeigen, wie was alles hinter der Erdbeere steckt, bis am Schluss im Laden sind. Jetzt sind wir hier mitten auf dem Feld und der Jonas zeigt uns, wie man die Erdbeere erntet. Bei der Erdbeere sind wir vor allem auf Qualität bedacht. Darum haben wir auf dem Weg schon sehr strenge Qualitätskontrollen. Richtig beim Erdbeere ablesen, ist, dass man sie nicht direkt mit den Fingern berühren. Das heisst, ich nehme die so zwischen Zeigefinger und Daumen am Stiel. Mit dem gedeckten Tunnel, wo wir aber auch in den Boden setzen. Weil wir sind überzeugt, dass wir so vor allem im Frühling einfach auch mehr Geschmack haben. Können wir die Kulturen schützen. Hier in diesen Tunneln produzieren wir Erdbeere auf Stellage. Das heisst, wir haben sie in der Höhe oben und müssen sie das aber im Substrat setzen. Der Vorteil auch vom Hangen, sie kommen nie am Boden an und trocknen so schneller ab. Das heisst, sie werden weniger krank. Weiter können wir auch so, weil es irgendwo immer noch ein geschlossenes Ambiente ist, hier innen mit Nützlingen arbeiten. Das heisst, wir verteilen liebe Tierchen, die jetzt die bösen Tierchen fressen können. Und so können wir auf einigen Pflanzenschutzmitteleinsatz verzichten. Wir sind jetzt hier auf dem Hof. Was passiert jetzt mit der Erdbeere? Und hier machen wir jetzt die Endkontrolle. Und kontrollieren auch die Qualität noch einmal. Die in diesem Fall werden jetzt deckelt. Etikettiert auch gerade hier.